Frequenz Freiheit, der Podcast der AfD. Seit 2 Wochen ist es in den Massenmedien und vor allem im Staatsfunk das alles überschattende Thema. Die Empörung über ein 3 Monate zurückliegendes Geheimtreffen, das gar keines war, auf dem Dinge besprochen wurden, die jeder überall nachlesen kann. Klar ist die AfD für Remigration, genau das fordern wir seit Jahren, um unseren Sozialstaat zu retten und die Sicherheitslage auf den Straßen wieder in den Griff zu bekommen. Und dass sich AfD-Mitglieder zu einem Abendessen mit Unternehmern und Mitgliedern anderer Parteien, übrigens auch der CDU, zusammenfinden, um sich auszutauschen, sollte eigentlich in einem freien Land möglich sein. Dennoch wird versucht, daraus einen Skandal zu konstruieren, um von den wirklichen Problemen im Lande abzulenken. Drahtzieher und Profiteur der beispiellosen Medienkampagne: die Investigativplattform Korrektiv. Das Recherchenetzwerk Korrektiv. Recherchezentrums Korrektiv. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. So viel muss man dem mit Steuergeldern gefütterten Unternehmen, allein in den letzten 2 Jahren flossen 2 Millionen Euro aus der Staatskasse ans Korrektiv, schon lassen. Es verkauft sein Märchen und sich selbst zurzeit blendend. Nicht nur, dass der Staatsfunk und die Medienverlage der Altparteien alles ungeprüft übernehmen, nein, es wird zurzeit sogar auf die Theaterbühnen gebracht. Und als Buch ist es auch schon erschienen. Da ist es auch egal, wenn man mittlerweile Stück für Stück zurückrudern und die dreistesten Lügen eingestehen muss. Das Wort Deportation ist zum Beispiel auf dem Treffen in Potsdam nie gefallen. Und überhaupt ist an dem Abend nichts Strafbares passiert, wie selbst der Verfassungsschutz zugeben musste. Der hatte offensichtlich auch die Lauscher an den Wänden, genau wie Korrektiv. Stasi-Methoden ohnegleichen und möglicherweise haben beide am Ende sogar noch zusammengearbeitet. Ich liebe doch alle Menschen. Na, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Aber das alles spielt mittlerweile gar keine Rolle mehr, denn der Skandal, der keiner ist, hat ausgereicht, damit die linken Parteien und Organisationen ihre Anhängerschaft mobilisieren können. Überall in Deutschland veranstalten sie Demonstrationen gegen rechts, die aber eigentlich Fackelmärsche gegen die Opposition sind. Hand in Hand mit der linksextremistischen Antifa, bejubelt von Mitgliedern der Ampelregierung, die sich so erst einmal aus der Schusslinie bringen können. Da wird auf Transparenten schon mal gefordert, AfDler zu töten. Da werden sich auch schon mal Prügeleien mit der Polizei geliefert und da kommt man auch schon mal durcheinander, wofür hier eigentlich demonstriert wird. Schämt euch! Liebherrlichkeit ist nicht das Thema dieser Demonstration! Der eigentliche Skandal aber ist das Gebaren des Staatsfunks. Der füllt nicht nur die Nachrichten, sondern Sondersendungen und Talkshows mit der Hetze gegen alle, die nicht auf Linie sind. Rechtsextremismus, rechtsextremistischen Szene, rechtsextremistischen Neonazi-Partei, rechtsextremistischen Bewegung insgesamt, rechtsextremistischen Bewegung, ja. Rechtsextremisten, rechtsextremistisch, rechtsextremistischen Einstellungen. Und dabei ist er sich auch nicht zu schade, tief in die Propagandatrickkiste zu greifen. Allein in den letzten 4 Wochen haben ARD, ZDF und ihre Anstalten 90 Parteimitglieder und sogar eigene Mitarbeiter interviewt und sie ihren Zuschauern als normale Bürger präsentiert. Das ist der Hammer, Bayreuth, wirklich, ich bin so stolz und glücklich. Das gibt so Hoffnung. Das sind die Menschen, die damals nicht mehr leben sollten, die ausgelöscht werden sollten. Dass wir das sogenannte Volk sind und dass wir sagen, dass wir das nicht dulden und wir uns dem entgegenstellen. Wir fordern heute hauptsächlich auch das Reflektieren und das Erwachen der stillen Mitte. So wird die öffentliche Meinung zugunsten der Ampelregierung manipuliert. Ebenfalls nicht zu verachten ist der Druck, der, ähnlich wie zu Corona-Zeiten, aufgebaut wird, um die Marktplätze vollzubekommen. Sogar Schulen verpflichten ihre Schüler zur Teilnahme und im Freundes- und Kollegenkreis muss man sich mittlerweile rechtfertigen, wenn man am Wochenende nicht demonstrieren geht. Das alles erinnert viele Menschen zu Recht an finsterste DDR-Zeiten. Worum es aber eigentlich geht, hatte unsere Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel im Bundestag eindrucksvoll klargestellt. Deportation nie benutzt, so weit ist es schon gekommen. Steuerfinanzierte Denunzination gegen eine Konkurrenzpartei. Sie schämen sich nicht einmal. Sie schämen sich nicht einmal, das Demonstrationsrecht zu pervertieren. Ein Freiheitsrecht der Bürger gegenüber dem Staat und nicht umgekehrt. Statt den Menschen zuzuhören, die ihre Not in die Öffentlichkeit tragen, demonstrieren sie selbst gegen die Opposition. Und sie finden auch nichts dabei, wenn auf solchen Demos ganz offen Mordaufrufe gegen Oppositionspolitiker zur Schau gestellt werden. AfDler töten steht dort und Sie klatschen Beifall. Der Bundespräsident bezeichnet AfD-Wähler als Ratten und die FDP-Spitzenkandidatin
AfD-Wähler als Schmeißfliegen. Schämen Sie sich! Schämen Sie sich in Grund und Boden! Mit Ihrer unsäglichen steuerfinanzierten Verleumdungs- und Rufmordkampagnen spalten Sie dieses Land und nur um sich an Ihre eigene Macht zu klammern. Die Reparatur der Reparatur eines missglückten und aufgeblähten Haushaltsentwurfs ist ein Dokument Ihrer Arroganz und Ihres Unvermögens. Sie reden vom Sparen, aber Sie bürden die Lasten allein den Bürgern auf. Die Stimmung bei den Unternehmen ist am Boden. Die Ampel ist das größte Standortrisiko für Deutschland. Mittelständische Unternehmen werfen reihenweise das Handtuch und ergreifen die Flucht. Die Liste der Firmen, die zigtausend Stellen streichen oder ins Ausland verlagern, wird täglich länger. Klangvolle Namen sind darauf, vom BASF, Bayer und Bosch über Continental, Mercedes und Miele bis SAP und ZF. Deindustrialisierungsminister Habeck, der bekanntlich Vaterlandsliebe steht zum Kotzen fand, fordert die Unternehmen nun zum Patriotismus auf, pleite zu gehen. Das ist das Konzept dieser Bundesregierung. Mit den Regierungsdemonstrationen soll aber nicht nur vom Versagen der Ampel und den verheerenden Folgen abgelenkt werden. Man will damit auch die weiterlaufenden Proteste von Bauern, Fuhrunternehmern, Handwerkern, Mittelständlern und vielen anderen aus den Nachrichtenspalten verdrängen. Und es funktioniert. Über die immer entschlossener werdenden Bauernproteste, zum Beispiel in Frankreich, hört und liest man kein Wort. Ebenso wie die Aktionen in deutschen Städten. Oder haben Sie mitbekommen, dass in dieser Woche Landwirte die Hamburger Innenstadt und den Hafen blockiert haben? Oder dass in Berlin das Protestcamp der Bauern immer noch besteht? Damit komme ich eigentlich auch schon zum Ende. Weil wenn ihr in Berlin das nicht könnt, dann tragt wie jeder Unternehmer in Deutschland die persönliche Verantwortung dafür und legt euer Amt nieder. Es wird wohl auch noch weitergehen damit, denn in dieser Woche ging der Bundeshaushalt für dieses Jahr durch den Bundestag. Die Forderungen der Landwirte wurden dabei von FDP-Finanzminister Lindner natürlich nicht berücksichtigt. Der Agrardiesel wird ab sofort besteuert. Bis 2026 dann mit dem vollen Satz. Für unterm Strich 400 Millionen Euro Steuereinnahmen in diesem Jahr riskiert die Ampel den öffentlichen Frieden. Gibt dafür aber Milliardenbeträge für Waffen, Migration und die mittlerweile zum geflügelten Wort gewordenen Radwege in Peru aus. Wir haben jetzt unseren Bundessprecher und Fraktionschef der AfD im Bundestag, Tino Chrupalla, im Interview und reden mit ihm über die desaströse Haushaltsplanung der Ampel. Der Bundeshaushalt 2024 ist mit gut 5 Wochen Verspätung dann doch noch vom Deutschen Bundestag in dieser Woche verabschiedet worden. 477 Milliarden Euro Gesamtetat. Die Zahlen kennen wir alle. Der Bundeshaushalt wurde ein bisschen zusammengestrichen, autokratisch, weil die Bundesregierung sich ja nicht so unbedingt verfassungskonform bei der ursprünglichen Planung verhalten hat. Tino Chrupalla, Bundessprecher und Fraktionschef der AfD im Deutschen Bundestag. Diese Debatte, die wir da am Mittwoch, die Generaldebatte, die wir da am Mittwoch erlebt haben, da ging es ja eigentlich auch schon gar nicht mehr um den Bundeshaushalt. Richtig, es war wirklich eine eigentümliche Debatte. Es ging eigentlich nicht mehr um Haushaltsfragen oder um die Finanzierung der Wirtschaft, sondern es war eigentlich eine Abrechnung der Regierung mit der Opposition. Also auch sehr interessant, ja, wie man hier mittlerweile von den eigenen Problemen ablenkt und auf die Opposition mit dem Finger zeigt und eigentlich sich jeder andere, der das auch gesehen hat, sich fragt, wer regiert hier eigentlich dieses Land, wer ist eigentlich aktuell für diese Missstände hier verantwortlich? Da hieß es ja dann bei Olaf Scholz ein bisschen auch, also eigentlich ist die Opposition schuld, dass das mit dem Haushalt nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, weil die Opposition ja eigentlich gar nicht versteht, wie gut die Politik ist. Ja, korrekt. Und dann erdreistet sich die Opposition noch, gegen diesen Haushalt zu klagen. Und das Bundesverfassungsgericht bestätigt sozusagen, dass der Haushalt verfassungswidrig ist. Und das ist also, wie gesagt, eine absolute Schuldumkehr. Und man hat ja wirklich den Eindruck aktuell bei diesen Regierungsdarstellern, dass sie mittlerweile überhaupt nicht mehr in der Realität leben. Das ist eine komplette Realitätsverweigerung, die man sieht und hat. Man lobt sich hier auch heute in den Debatten immer wieder selbst, wie toll man ist und wie toll doch die Wirtschaft floriere. Also da fragt man sich wirklich, wo leben diese Leute, damit die überhaupt noch sehen, was in diesem Land hier los ist. Müssen sie eigentlich mal in die Betriebe gehen, in die Unternehmen gehen, die noch geöffnet haben? Weil viele große Industrieunternehmen haben ja bereits Entlassungen angekündigt. Das ist die wirtschaftliche Lage. Wir stecken in der Rezession und dagegen sehe ich aktuell keine Rezepte dieser Bundesregierung.
Dazu kommen aktuelle Zahlen. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland im vergangenen Jahr liegt im Minusbereich und damit sind wir europäisch gesehen Schlusslicht. Portugal hat über 2% mehr Wirtschaftswachstum, Frankreich hat über 1,4% mehr Wachstum und Deutschland liegt im Minusbereich. Da müsste man ja wirklich dann vermuten, langsam könnte man aufwachen. Denkt man, genau. Also es ist richtig, Deutschland ist der einzige G7-Staat ohne Wirtschaftswachstum von den Industrienationen. Sowieso, Deutschland ist auch im zweiten Halbjahr in die Rezession gerutscht und ist aktuell ja immer noch da drin. Man hat ja bereits jetzt schon die Wachstumserwartungen für 2024 gesenkt, die Bundesregierung selbst, das IFO-Institut auch. Ja, die Gründe sind natürlich klar und die muss man einfach benennen. Das sind die hohen Energiekosten, die grüne Transformation und die schlechten Standortbedingungen. Und unser Rezept heißt ganz klar, wir brauchen wieder die Kernenergie, wir brauchen wieder russisches Gas und sofort würden sich zumindest auf dem Energiemarkt durch mehr Angebot natürlich die Preise verringern. Und das ist das, was die Unternehmen jetzt brauchen. Natürlich neben der Bürokratie, die ja immer mehr Unternehmen erdrückt, gehört das ja genauso dazu. Also das sind alles diese Transformationsgeschichten, die rückabgewickelt werden müssen. Dazu kommt dann noch obendrein, das ist ein Haushalt, der ist mehr als auf Sand gebaut, weil man hat sich da ein Hintertürchen offen gelassen, nämlich bei den Ukraine-Hilfen. Wenn die Ukraine-Hilfen mehr werden sollten, dann könnte es dann im Sommer einen Nachtragshaushalt geben, das heißt mehr Schulden als eigentlich durch die Schuldenbremse zugelassen. Und die Ukraine könnte da dann mehr oder weniger so ein Pendel werden für diesen ganzen Haushalt, ob der tatsächlich überhaupt noch verfassungskonform ist. Ja, das hat man bereits angekündigt. Auch im jetzigen Haushalt sind ja bereits 8 Milliarden Euro für die Ukraine eingepreist. Also natürlich hauptsächlich in Form von weiteren Waffenlieferungen, also auch nur dazu. Und man ist mittlerweile mit der stärkste Player, was Waffenlieferungen, was Finanzierungshilfen für die Ukraine angeht. Und man fragt sich wirklich, ist die Ukraine mittlerweile ein deutsches Bundesland? Gehört die mittlerweile dazu? So wie wir uns auch an den Hals dieses Landes mittlerweile schmeißen. Also wirklich angsteinflößend, beunruhigend und dann will man und redet man schon wieder von neuen Sondervermögen, also Sonderschulden, die man aufnehmen will. Im Fall zum Beispiel die USA als großer Player, das haben sie ja zum Teil angekündigt oder auch da gibt es riesige Widerstände, auch in der Bevölkerung hier die Ukraine weiter zu unterstützen, dass man dann diese Ausfälle von anderen Ländern mit auffängt und natürlich wieder, wer sonst, der deutsche Steuerzahler am deutschen Wesen soll die Welt genesen, einspringt und auch noch weiter für die Ukraine dieses Geld zur Verfügung stellt. Unfassbar. Die AfD sagt ja mittlerweile seit fast 2 Jahren, der Ukraine-Krieg in dieser Form ist völlig idiotisch für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die Ukrainer. Mittlerweile haben sie Schützenhilfe aus militärischen Kreisen erhalten, unter anderem die Münchner Sicherheitskonferenz. Ischinger sagt ja auch, wir sollten mal über einen Friedensplan nachdenken. Da muss ihnen doch das Herz aufgegangen sein. Naja, das ist das eine, das ist sicherlich richtig, wenn man bestätigt wird oder beziehungsweise das ist ja eigentlich die logische Konsequenz, wenn man Krieg beenden will, muss man natürlich auch die Debatte anstoßen, wie kann man ihn beenden, ja, mit welchen Kompromissen beendet man den, am Ende geht es ja darum, es sterben junge Menschen, junge Männer, die dahin gerafft werden, natürlich auch zivile Opfer, die es leider gibt und das muss so schnell wie möglich beendet werden und man wird einen Krieg und noch dazu gegen Russland nicht auf dem Schlachtfeld beenden bzw. gewinnen können. So ehrlich muss man einfach sein und man muss ja vielleicht auch mal in dieser ganzen Kriegsrhetorik auch davon ausgehen und auch damit rechnen, man kann ja auch diesen Krieg oder die Ukraine verlieren. Was ist dann? Was ist dann die logische Konsequenz? Auch darüber muss ja geredet werden. Man geht ja immer davon aus, wenn wir Waffen liefern, besiegen wir Russland, eine Atommacht mit eines der größten Atommächte der Welt. Also das sind einfach Fantasien, die man sich hier aufgebaut hat, die mich wirklich beunruhigen und ich möchte einfach nicht und auch wir als AfD, dass natürlich hier Deutschland nicht in diesen Krieg weiter hineingezogen werden. Wir sind ja mittlerweile schon Kriegspartner, so offen und ehrlich muss man sein und das ist wirklich gefährlich, denn das ist natürlich auch beunruhigend für Deutschland, für Europa, dass wir Kriegspartei werden. Deswegen muss es so schnell wie möglich um Diplomatie gehen und um die Beendigung dieses Krieges. Das war eine spannende Woche, einmal der Bundeshaushalt und dann plötzlich kommen auch hochrangige Militärs von der NATO auf den Trichter, dass der Krieg in der Ukraine in der Form nicht mehr weitergeführt werden kann. Eine Forderung, die Tino Chrupalla, der Bundesvorsitzende und Fraktionschef im Deutschen Bundestag der AfD, schon seit längerem aufgestellt hat. Frequenz Freiheit, der Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Die Kernkraftwerke sind abgeschaltet, der Gashahn zugedreht.
Energie ist im Ampeldeutschland zum Luxusgut geworden. Die sogenannte Energiewende, ausgetüftelt von Robert Habecks längst entlassenem Spezi Patrick Reichen und seinem Agora-Familiennetzwerk, katapultiert uns über kurz oder lang in vorindustrielle Zeiten zurück. Denn längst ist klar, dass die sogenannten Erneuerbaren nicht ausreichen, um den Bedarf an Strom und Wärme zu decken. Und als ob das nicht reicht, kostet uns der Umbau, der vielmehr ein Abriss ist, tausende Milliarden Euro. Das Leib- und Magenprojekt der Grünen belastet aber nicht nur die Verbraucher mit horrenden Kosten, sondern auch den Bundeshaushalt. Auch in diesem Jahr werden wieder Milliardenlöcher in den Etat gerissen, die mit allerlei Trickserei kaschiert werden. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Energieexperten der AfD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Wiele. In der vergangenen Woche ging es natürlich hier in diesem Bundestag darum, der Bundeshaushalt 2024, das Jahr hat schon begonnen, aber der Haushalt war noch nicht fertig, da musste der Haushalt endlich beschlossen werden. Der Haushalt ist beschlossen worden, allerdings hat er 39 Milliarden Euro offizielle Schulden, die liegen natürlich weitaus höher, das kann keiner genau beziffern, vermutlich bei 100 Milliarden Euro, das ist nicht so richtig durchsichtig. Ein Punkt dabei ist natürlich die Energiewende, die richtig viel Geld kostet. Und dazu ist der Experte von der AfD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Wiele, Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, bei uns bei Frequenz Freiheit. Wolfgang Wiele, die Energiewende, das ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Das kann man laut sagen. Die jetzige Haushaltskrise ist ja schon entstanden, weil die Regierung Kosten der Energiewende versteckt hat, 60 Milliarden von anderswo genommen hat, um das zu bezahlen. Jetzt dürfen sie das nicht mehr, jetzt haben sie Riesenprobleme. Und unsere Voraussage von der AfD-Fraktion ist, dass die Probleme noch viel größer werden, weil die Kosten der Energiewende systematisch unterschätzt worden sind, angefangen von dem Herrn Trittin, der mal gesagt hat, das kostet so viel wie jedes Familienmitglied eine Kugel Eis im Monat. Und das wäre vielleicht 50 Cent im Monat pro Nase gewesen. Wir sind mittlerweile wahrscheinlich beim Tausendfachen, wenn nicht mehr. Das heißt in Gesamtzahl, also ich kenne die Gesamtzahl nicht wirklich, aber die Energiewende, die wurde mal wie hoch eingeschätzt oder prognostiziert? Wie hoch sind die Kosten tatsächlich am Ende wirklich? Es gibt unterschiedliche Schätzungen in der Vergangenheit, von Trittin angefangen vielleicht 20 Milliarden. Dann kam in 2014 Peter Altmaier mit einer Billion. Eine Billion ist 1.000 Milliarden, muss man immer noch verständlich halber dazu sagen. Das ist schon Milliarde, kann man sich schlecht vorstellen. Und eine Billion mit noch drei Nullen mehr, die 1.000 Milliarden kann man sich noch viel schlechter vorstellen. Jetzt hat ein Institut von der Universität Köln Ende 2023 berechnet, 1.900 Milliarden würde die Energiewende kosten, 1,9 Billionen, alleine bis 2030. Und wir kennen mittlerweile einzelne Positionen aus dieser Berechnung, die sicher mit viel Akribie gemacht worden ist, die mittlerweile schon wieder überholt sind, zum Beispiel bei den Kosten für die Stromnetze, wo wir jetzt wissen, es wird noch viel teurer. Deshalb befürchten wir, dass die Gesamtkosten der Energiewende bei 10.000 Milliarden liegen werden. 10 Billionen Euro bis 2045, das kann sich unser Land einfach nicht leisten. Wir brauchen eine andere Politik. Diese Energiewende führt unser Land in den Abgrund. Wir müssen komplett umsteuern. Nun gibt es ja natürlich schon die ersten Warnhinweise. Zum Beispiel die Deutsche Netzagentur hat ja schon bekannt gegeben, dass die Durchleitungskosten aufgrund des Wackelstroms erheblich steigen werden. Also unterm Strich, die Verbraucher können sich darauf freuen, dass sie in Zukunft noch mehr Geld für Strom bezahlen. Genau, und das ist zu befürchten. Und das ist genau eine von den Positionen, die noch im letzten Herbst die Universität Köln berechnet hat mit ungefähr 400 Milliarden, das ist auch schon eine irre Summe, 400 Milliarden bis 2030. Jetzt war letzte Woche so eine Energiekonferenz und seitdem weiß man, das sind 500 bis 750 Milliarden alleine fürs Stromnetz. Und dann kommen die ganzen Windräder und Solarflächen und so weiter noch dazu. Auch das ist wieder ein Stück von dem Fass ohne Boden, das man bis jetzt nur zum Teil sieht, aber das wahrscheinlich ein riesengroßes gähnendes Loch ist. Idee von der AfD im Deutschen Bundestag? Und wir sagen, die Energiewende muss gestoppt werden. Wir sagen, die Energiewende ist eine historische
Fehlentscheidung. Wir sagen, die Kernenergie muss weiter genutzt werden. Die Kernkraftwerke, die man noch retten kann, trotz Abbauversuchen weiter nutzen. Neue bauen perspektivisch. Natürlich forschen auch an der Kernfusion für die Zukunft. Und wir sagen, Schluss mit dieser panischen Klimapolitik, die unsere Volkswirtschaft am Ende ruiniert, ohne das Weltklima retten zu können, weil der Mensch diese Macht nicht hat. Wobei natürlich überhaupt nicht klar ist, ob wir als Menschen tatsächlich mit CO2-Einsparungen tatsächlich den Klimawandel, die Erderwärmung, die es ja tatsächlich gibt, aber das ist wahrscheinlich zyklisch. Die Erde ist seit 65 Millionen Jahren, dreht sie sich. Das ist zyklisch. Es ist ja völlig unklar, ob wir tatsächlich wirklich mit CO2-Einsparungen und gegen fossile Energien, ob wir wirklich diese Erderwärmung überhaupt stoppen können. Das sehen Sie völlig richtig. Der Mensch hat diese Macht nicht. Rational wäre, sich darauf einzustellen, dass es wärmer wird, also andere Baumarten zum Beispiel in Wäldern zu pflanzen. Solche Dinge werden ja auch gemacht. Das ist eine durchaus rationale Reaktion. Aber zu glauben, dass man jetzt in extremer Hektik Entwicklungen, die die Industrialisierung über Jahrhunderte hervorgebracht hat, innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten umkehren zu können, das ist kompletter Wahnsinn. Das schafft Deutschland nicht, das schafft Europa nicht, das will auch die ganze Welt nicht. Die Chinesen äußern sich ja schon anders. Wir machen der Welt, wenn wir Vorbild sein wollen, nur vor, wie es nicht geht, aber nicht, wie man das Thema rettet. Ganz klare, deutliche Worte, Wolfgang Wiele, Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und Energiewende-Experte. Friedens Weihert, der Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Und das war's für diese Woche auf der Frequenzfreiheit. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bedanken uns fürs Zuhören. Und lassen Sie sich nicht verrückt machen von irgendwelchen Medienkampagnen, mit denen die Meinungsfreiheit unterdrückt werden soll. Solange sich die Ampel weiterhin an ihre Posten klammert, wird ohnehin jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben.